Lieber Hampus, 2013 bist du im Sommer als 19-Jähriger von einem Zweitligisten aus Schweden gekommen. Und ich glaube, keiner konnte sich erahnen, was für eine großartige Karriere du hingelegt hast für die SG. Ich glaube, du selber auch nicht. Aber als dein ehemaliger Mitspieler kann ich sagen, man konnte relativ schnell erkennen, dass du eine gewisse Cleverness, Coolheit, aber auch vielleicht ein bisschen ab und zu auch frech zu den alten Spielern warst. Aber diese Eigenschaften hast du dir bewahrt und hast du weiterentwickelt und nun bist du einer der besten Linksaußen der Welt. Das muss man einfach so sagen. Ja, wir haben es gerade gesehen, unvergessen natürlich deine beiden 7-Meter-Tore im Halbfinale in der Champions League 2014 gegen Barcelona. Und natürlich im DFB-Pokalfinale gegen Magdeburg. Mit dem Champions-League-Sieg 2014, DFB-Pokal 2015 und den beiden deutschen Meisterschaften 2018 und 2019 hast du einen großen Teil der SG-Geschichte mitgeschrieben und kannst dich bestens wissens in die großartige Reihe der Linksaußen bei der SG einreihen.
Wir wünschen dir und Daniela natürlich nur das Beste für eure Zukunft. Alles Gute, bleib gesund und natürlich auch weiterhin viel sportlichen Erfolg bei deinem neuen Verein, auch wenn wir natürlich nicht wissen, wo du hingehst. Aber viel Spaß und alles Gute. Hampus, du warst 9 Jahre bei der SG, hast 322 Spiele bestritten und 1204 Tore geworfen. Danke, Hampus. Ja, das ist komisch, jetzt hier zu stehen, weil 9 Jahre lang bin ich da gestanden und habe immer überlegt, so, ja, jetzt ein Tag werde ich da auch stehen und was würde ich dann sagen? Und ja, ich habe immer noch keine Ahnung. Aber ich will natürlich Danke sagen und meine Dankbarkeit zeigen für viele und besonders die Mannschaft, nicht nur diese, sondern jede Mannschaft die letzten 9 Jahre. Ich kann jetzt stolz sagen, dass ich habe Kumpels über ganz Europa, ich habe Vereinsgeschichte geschrieben und ja, ich habe Kumpels für ja, beste Kumpels für den Rest mein Leben. Aber wir sind auch mehr her. So, ich will auch Danke an die Trainerteam sagen, dass die an mich geglaubt haben und haben mich gelassen zu sein, wie ich will und spielen ja, frei. Und er hat an mich geglaubt und das hat mir geholfen, ja, die Schritte zu nehmen, Jahr nach Jahr. So, danke schön. Und über 9 Jahre passiert schon viele Sachen, auch an die Physios, die Ärzte, die Büro, Kai und Inge, meine Fresse, die durch ganz Europa fahren mit einem Auto, mit unseren Taschen. Und natürlich auch die Beirat, die auch an mich geglaubt haben, so dafür bin ich auch sehr dankbar. Und zum Letzten natürlich Flens Arena, ich meine Güte. Die große Bilder und Geografie, was sie für mich gemacht haben, besonders das letzte Heimspiel, werde ich nie vergessen. Ich habe 1000 Fotos schon gespeichert für das mein Leben. Vielen Dank. Und, aber es gibt ja auch Sachen, was man vielleicht nicht so viel mehr vermissen wird. Und das kann ich euch ganz ehrlich sagen, das ist Zimmer zu teilen, 9 Jahre mit Jim Gottfriedsson. Ich sage euch, nicht eine von euch hier drin sind, hätte das geschafft.
Aber ja, ein letztes vielen Dank, Flensburg. Ich werde euch sicher folgen in den nächsten Jahren. Und ja, natürlich wünsche ich euch viel, viel Erfolg. Dankeschön. Und ein letztes Mal unsere 14. Herr Buß!